So, willkommen zurück nach einer kurzen technischen Panne. Sind wir wieder da und machen da weiter, wo ich eben noch gespeichert hatte, als ich plötzlich offline war. Aus irgendeinem Grund, heute gibt es irgendwie ein bisschen Probleme mit meinem Internet. So, das war das Server-Spiel immer noch. Genau. So. Wir hatten gerade den Kampf gewonnen und alle möglichen Kram aufgenommen. Genau. Alles dank unserem Magier Delo, Ja. der jetzt einziger Schaden gemacht hat. Genau. So. Der Streitkolben ist nicht zerbrochen, oder? Nee, aber da hat er ja vorne eine Streitaxt in der Hand. Stimmt, und die ist einfach weg jetzt. Genau, aber wir hatten ja Inventar eingesammelt. Vielleicht war da eine zerbrochene Streitaxt bei? Das ist Skra, ja, das ist gut. Eine Streitaxt, genau. Genau, da ist eine Streitaxt bei. Vielleicht hat die Waffe auch nur verloren. Anscheinend, ja, die ist nicht zerbrochen. Genau, wir können dem aber trotz allem aus. Wir könnten eigentlich die Skra ja auch noch aufheben. Gegebenenfalls. Obwohl, nee, die hat deutlich weniger. Vergleich mal die mit dem Streitkolben, wenn wir wissen, welche wäre besser als. Der Streitkolben ist, glaube ich, noch ein bisschen Ja, dann besser. verkaufen wir die Skra. Wobei natürlich, die Skraja hat Talent Äxte und der Streitkolben Hiebwaffen. Und die, ja, die Streitaxt hat natürlich auch Äxte, nehme ich an, oder? Ja, genau. Sollte sie Und zumindest. was hat er hier nochmal? Muss auf Kampfwerte Kampfwert? gehen, genau. Hiebwaffen 7,7, Äxte 6,4. Oh. Der wäre eigentlich ein besserer Hiebwaffenkämpfer. Richtig. Aber noch besser wäre er mit. Na doch, genau. Gleichwertig wäre er mit zwei Händen. Na gut. Was haben wir da denn falsch gemacht? Tja, Wie weiß ich. kommt das denn zustande? Lass mal gucken. Der hat doch einen Talentwert von. Ja, ich glaube, du kriegst bei Äxten einfach so fette Mali auf Ja, das Attacke. stimmt, stimmt. Mit der. Vielleicht auch einfach die Streitaxt. Guck mal auf die Streitaxt, damit wir uns die Werte von der angucken können. Ja, Gut, die gibt Parade es. minus 4, Attacke minus 1, ja. Gut, okay. Ja, vielleicht ist die Orknase besser. Naja. Und die Skraja, was hat die? 0-0. Okay, es wäre natürlich schon schön, wenn er mal zuhauen würde ab und zu, ne? Ja, genau. Dann behalten wir die Streitaxt einfach für später, weil die macht halt schon deutlich mehr Schaden. Ja. Ja, oder wenn die geben jetzt erstmal den Streitkolben, der hat nämlich auch Attacke 0, Parade minus 1. Und macht ein bisschen mehr Schaden, ja. Ja. Was heißt denn eigentlich dieses gut und gewöhnlich da? Keine Ahnung. Ist das Ausdruck des Bruchfaktors vielleicht? Kann sein, ja, weiß ich nicht. Steht halt überhaupt nichts davor, was sich das Statistik, ja. bezieht. Naja. Ja, dann. War es auf jeden Dieses Fall nicht Kunststück wird wohl übermäßig seit langer sinnvoll, Zeit dass nicht mehr die Streitaxt zu benutzt. kaufen. Ja, noch nicht, ja, stimmt. Da haben wir nicht auf geachtet. Sollen Ja, wir gehen noch weiter, oder? solange keiner überladen ist, können wir auch weitergehen. Ja. Bei genauerem Hinsehen entdeckt er eine Kann sie aber wahrscheinlich Geheimtür nicht in der öffnen. Wand. Nach kurzer Zeit Oh, gelingt du hast es es geschafft. euch sogar. Sogar das schaffen die Magier. Das schaffen die Magier hier. Also, unterm Strich braucht man die anderen Charaktere gar nicht. Ja, mal mit Körperkraft brauchst halt dann, ja. Ja. Und wieder ein Kampf. Nice. Upsa. Oh. Okay, wer ist dran? Wieder unsere Scharfschützin. Die ist auch schon ganz schön kaputt. Hat er nicht getroffen. Die sollte vielleicht mal zaubern. Nutzt doch die Mandara auch Stimmt. nachher von Benictus. Ja. Da wird vielleicht was draus. Gundolf hat nicht genug Ah, Astralpunkte, ja, der hat ja gar nichts mehr. da Okay, der einfach weglaufen. geht einfach wieder weg, ja. Oh, Scheiße. Die ist auch fast tot. Aber die ist zum Glück nur fast tot und nicht tot. Ja, aber die hat ja schon so ein Einschränkungssymbol, was ich nicht verstehen kann. Ach, Bewusstlos. ja, also die deshalb liegt sie da ja auch, ja. Kannst du nicht vielleicht mal gucken, was der so Blitzlichtschwert. an Beherrschungszaubern hat, ob man nicht irgendjemanden einfach übernehmen kann? Ja, kann ich mal gucken.
Stell den mal hier davor, genau. Hier, was? Ja, genau dazwischen, dass der nicht auf den Magier oder auf die am Boden liegende Elfe einschlägt. Ja. Aber wenigstens trifft niemand, das ist doch beruhigend. Doch, der hat gerade getroffen. Oh, er auch. Ja, du musst ja. Was ist jetzt hier das Problem? Wieso kann ich jetzt gerade nicht angreifen? Weil du nicht diagonal angreifen kannst. Du stehst ja neben. Leben. Oh! Drei Lebenspunkte. Ja, guck mal, ob du einen Beherrschungsspruch machen kannst. Ja, ja, nee. Bambaladin? Soll ich mal probieren? Ja, geht ja gegen. Obwohl der geht ja gegen die. Ob er jetzt Schaden erlitten hat. Hat er schon? Nee, ne? Ich glaub nicht. Als wenn jemand getroffen hätte. Ja, eben. Ja, ich probier's mal, oder? Also ist auf jeden Fall sinnvoller als der Blitz. Ja, sonst kann er auch immer einen Fulminictus machen. Ja, sonst macht er mal einen Fulminictus. Dann kann man ihn zwar nicht mehr beherrschen, aber dann. Ach ja. Oder auch nicht. Ich frage mich echt, ob die Kämpfe darauf ausgelegt sind, dass sie so laufen, oder ob wir nur unsere Charaktere dumm ausgerüstet haben. Ich glaube, das war damals einfach so. Oh, aus dem Nichts tauchen auf einmal neue Gegner auf. Scheiße. Scheiße. Ich glaube, wir können es uns nicht leisten, dass der Magier nicht zumindest ein bisschen mit seinem Stab draufhaut. Ja. Weil jede Chance, dass der den irgendwie treffen könnte. Wir müssen ja nur frühzeitig zurückziehen. Ja, ja, klar. Wahrscheinlich nach dem ersten Treffer. Och mal Leute, ihr könnt doch einfach bitte mal treffen, das kann doch nicht wahr sein. Okay, der ist auch leer. Scheiße. Dann auch mal mit dem Stab drauf. Hat der noch genug für Blitz? Blitz? Wahrscheinlich. Nee, auch das nicht mehr. Mit dem dritten Stab, mit dem vierten Stabzauber schon, aber so nicht. Tja. Doch, greif mit dem auch den hier an. Also den bei dem er steht. Achso, ich wollte zu deinem. Ja, oder so. Hast du ja auch recht, dann ist der noch nicht alleine. Pariert immerhin. Aber du hast doch alles auf Parade gesetzt, ne? Nein, achso, nee, der soll nicht fürchten, nein. Stimmt, das hatte ich ganz vergessen, dass man sich so aus dem Kampf völlig entziehen kann. Das wusste ich bis jetzt auch gerade gar nicht. Gut, wir können natürlich mit allen flüchten, ne? Aber naja. Ja, nee, aber wir brauchen auch die Abenteuerpunkte. Ja. Und das Loot. Ja. Ich weiß nicht, ich würde nicht sagen, dass es gut aussieht für uns gerade. Wir sind, also bis auf die Elfe sind alle noch quasi unverletzt. Okay, stimmt. Oh nein, Attacke, Patzer, ich krieg die Krise hier. Ja, dann musst du wahrscheinlich wieder. Nee, der hat seine Waffe noch in der Hand, immerhin das. Aber der hat irgendwas Fieses hier. Ja. Selbst verletzt, achso. Ja, gut, das. Ja. Okay, jetzt ist der Gundolf ein bisschen verletzt. Soll er abhauen? Nee, ich würde sagen, sobald. Nee, gleich noch. Lass den nochmal. Mann, Leute, könnt ihr nicht einfach mal treffen? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, jetzt sollte er, glaube ich, weglaufen. Ja. Haben wir noch einen kleinen Puffer. Also das ist das ist Gundolf, ne? Genau, der jetzt dran ist Gundolf, ja. Mann, das nervt.
Wir haben noch keinen von denen ausgeschaltet, oder? Ich weiß, haben wir überhaupt schon mal getroffen? Ja, doch, das glaube ich schon. Ich kann mich nicht erinnern. Yes. Yes. Nice one. Was hat dieses Todessymbol da rechts, was du da auswählen kannst? Selbstmord? Kann ich gleich oder? Mal gucken. Weiß ich nicht. Achso, wollte ich nachgucken. Ja, sonst guckst du. Ist aber da war schon wieder ein Treffer. Kampfhaltung, oh, das ist die Kampfhaltung, okay. Mhm. Warum sollte das irgendwie wichtig sein? Drückt man dann mehr Punkte auf Attacke? Der hat gerade getroffen. Ja, wahrscheinlich kann man Attacke parade auf nur verteilen, ja. Mit dem einen Schadenspunkt gemacht, der Magier. Wow. Nicht schlecht. Der Römer flieht. Sehr gut. Ich hoffe, dass es nicht so wie in alten Rollenspielen, dass man die Abenteuerpunkte nicht bekommt für die, die geflohen sind. Ich wollte gerade sagen, dass es schade ist, dass wir nicht die Abenteuerpunkte für den kriegen. Meinst du, das ist so? Ich meine, dass es so ist, ja. Was ich bei Black Guards auch immer mega frustrierend fand, war, wenn man 200 Gegner erschlagen hat, zum Beispiel von den Asseln, und dann die gleiche Abenteuerpunktezahl bekommt, wie wenn man 12 erschlagen hat, einfach weil die Punkte für den Kampf abgerechnet werden. Ja. Es macht natürlich Sinn, dass man nicht einfach gezielt darauf wartet, dass immer mehr Asseln kommen und dann pro Kampf immer sich pro Assel nochmal 10 Abenteuerpunkte dazu holt, aber unangemessen hat sich doch angefühlt. Ja. Gerade weil DSA ja immer auch lange Zeit pro Gegner abgerechnet wurde. Ja, ja. Ja, noch einer weniger. Sehr gut. Man könnte vielleicht einen von den Kämpfern dem Magier. Ja, ja, genau, das wollte ich auch gerade machen. Zuschicken. Einer, der ein bisschen mehr Bewegungspunkte hat als der Zwerg. Ja, also jeder. Ja. Oh, jetzt, ich glaube, ich gehe mit dem Dilo auch einfach mal da weg. Dann kommt er hinterher, dann kann der gegen die anderen kämpfen. Ja. Ja, nach dem Kampf würde ich sogar fast sagen, raus. Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Und übernachten. Ja. Yes. Sehr schön. Also trotz des vielen Nicht-Treffens, wenn man sich Lebenspunkte anguckt, so schlecht stehen wir jetzt nicht da. Stimmt, ja. Ja, die haben anscheinend nicht viele Lebenspunkte, die Räuber, ne? Die sind relativ schnell dann auch gestorben, indem sie ein paar Mal getroffen wurden. Ja. Attacke, Patzer. Hat sich auch selbst verletzt. Ja, so kennt man unsere Helden. Ja. Ich finde, das ist. Ja, nach den alten Regeln sind halt schon irgendwie häufiger Patzer. Ja. Stimmt. Weil das die wohl halt 70er würfeln. Obwohl das ja eigentlich nicht wahrscheinlich erst 20 zu würfeln, ne? Wow, ja, aber. Minus 29. Hätte ich werden, ja. Bitte, was meinst du? Auf den neuen muss der Patzer erstmal bestätigt werden. Ach so, stimmt, ja. Trotzdem mit 20 zu würfeln kommt es hier schon ziemlich häufig vor.
Der dürfte jetzt auch tot sein. Oh, er flieht, nein. Ja. Sehen wir eigentlich immer, wo Biflam haben? Alles gut. Findet 6 Dukaten, Silberstücke, ist schon mal gut und ordentlich Loot. Jo, ich nehme alles und wir hauen alles ab. Alles nehmen und wir hauen ab. So, jetzt raus hier. Wo geht's raus? Ich muss eben kurz... Rückwärts, oder? Gucken. War das der Ausgang hier? Das rote da? Schon, ja. Irgendwie ist es schon wieder sehr dunkel gerade, oder? Ja. Hattest du nach dem Kampf gespeichert? Nee, das wollte ich jetzt mal tun. Der war nämlich gerade schon wieder kurz davor abzustürzen. Genau, vorm Laden, also vorm Szenarienwechsel immer speichern. Also der Beachball war geil wieder zu sehen. Ich glaube, wahrscheinlich sind die Geschäfte jetzt zu, oder? Ja, wahrscheinlich. Aber wir müssen ja auch eher schlafen. Ja. Wir gehen wieder zu unserem guten Freund, dem Schmied, oder? Ja, natürlich, unser Stammschmied. Also unser Waffenhändler, meinst du? Ja, klar. Der Grollo, Sohn des Gumblad. Ja. Ein sehr hochgeschossener Zwerg. Ja. Du bist diesmal gar nicht in den Schmied reingelaufen, aus Versehen. Nee, ich lerne auch dazu. Ah, der hat doch noch auf. So. Also, was... Das Behinderte an dieser Ansicht ist immer, dass man nicht sieht, was die Leute wirklich benutzen. Ja. Also wir haben ja... Gut, aber wir sehen ja schon mal hier, wir sehen hier 3 Streitäxte. Oder nee, was ist das für Äxte? Skryas, oder? Ja. 3 Skryas. Also von den 3 Skryas kann man bestimmt, also mindestens schon mal 2 verkaufen. Dann das Florett, oder was 3 Sekunden. Ist hier? Erstmal wieder Gundor nach vorne. So. Ja. Hey, warte, ich gucke jetzt mal ganz kurz in unserer Inventaransicht. Ich jetzt mal hier. Also, ich gucke einfach mal eben durch. Also, die beiden Dolche müssen weg. Ja, der Moment, das wäre noch nicht alles, was weg muss. Nee, ich gucke jetzt mal nach und nach jetzt. Also, die Florette, Rapiere alle weg. Genau, Biere auch alle weg. Biere auch alle weg, klar. Dolche überwiegend weg, also 2. Hey! Gesundheit. Danke, 4. 6, 8. Plus hier alleine 3 Skryas. Das war's. Ja. Und eine, also 8 weg, einen Dolch behalten. Also. Skryas auch alle weg, oder? Ja, eigentlich schon. Die Skryas da links oben noch, die beiden. Das da rechts ist die Streitaxt. Naja, den hab ich nicht ausgewählt. Genau, von den Dolchen noch einen, oder? Ja. Achso, jetzt haben wir immer noch... Nee, einen Dolch haben wir noch behalten für... Ja, den genau, aber ich hatte ja einen Dolch hier schon nicht ausgewählt, aber ich kann den jetzt auswählen, so. Ja, genau. Gut, das sind immerhin 6 Dukaten bisher. Jo. Das war's auch, ne? Genau, lass uns ruhig nochmal wieder mit, 15 anfangen. Ja, jetzt ist es noch 0. Ja. Ich will ja nicht, dass wir unseren Stamm hinterfallen. Wir haben jetzt aber schon wieder über 12 Dukaten, glaube ich. Also man könnte nochmal so einen Eisenhelm für irgendjemanden kaufen.
Gut, ich meine, der Tank, also der Zwerg und ich haben ja schon einen. Der Gerbot hat noch einen. Ja. Oder lohnt es sich eher nochmal auf eine andere Rüstung zu sparen? Wobei die auch schon wieder so viel mehr kosten. Ja, nee, dann, nee, nee. Nimm mal ruhig einen Eisenhelm. Eisenhelm kaufen, ja. Okay, dann, ja. Was brachte der nochmal? Rüstungsschutz 3, aber auch Attacke minus 1, Parade minus 1. Das ist natürlich auch ein Grund dafür, warum er niemals trifft. Ja. Aber so ist es bei Tanks, ja. Ja. Okay, schlafen, ne? Ja. Muss man die Elfe heilen gehen oder regeneriert die sich automatisch aus ihrer Bewusstlosigkeit raus? Das ist eine gute Frage. Lassen sie erstmal schlafen, weil von Haller brauchen, kriegen wir es dann ja mit. Soll ich in Herberge gehen oder Lager? Lager. Weil sein Geld für eine Herberge. Stimmt. Teile aber keine Waffen ein. Nee, okay. 10 Stunden sind auch okay, ja. Ah ja, die halt so. Sehr gut. Ja, sollen wir weitermachen oder sollen wir die erste Ende heilen lassen? Ich würde sagen, lass uns einfach nochmal 24 Stunden schlafen. Weil wir auch ein bisschen Astralenergie so zurückkriegen. Ja. Hier kann man ja so lange schlafen, wie man will. Ja. Das würde ich interessant, ob wir es. Kann. Ja, okay. Interessant. Wieder Räuber. Räuber mitten in Torwald. Mhm. Glaubt man gar nicht. Und die Mandara ist schon direkt wieder ohnmächtig? Ja. Aber die hat auch noch genug Lebensenergie mit 6. Nee, die wurde gar getroffen. Ach, die schläft noch. Wir schlafen alle noch. Ach so. Die schläft noch. Okay. Weil wir keine Waffen eingeteilt haben. Ah ja, stimmt. Und es sind vor allen Dingen noch einige Räuber, ey. Das ist. Ja. Nicht wenig, ey. Gut, aber dass unsere Helden alle in voller Rüstung schlafen. Ja. Aber wenn ich vor dem Haus schlafen würde. Oh ja, jetzt ist er wieder weg. Vor allem ist er jetzt ganz tot. Nee, nicht ganz tot. Stirbt. Das heißt, er muss jetzt sofort geheilt werden. Ja. So. Heilung. Wir hoffen, dass wir dafür genug Astralpunkte haben. Scheiße. Dann nutzt gleich den Delo mal. Ja. Aber bewegt ihn auch wirklich an die ran, weil ich vermute fast, also wenn. Ob der jetzt versucht, sich automatisch selber zu heilen. Ja. Also ich meine, ich hätte jetzt gerade sie ausgewählt. Okay, gut, dann ist ja alles gut. Ja, wenn die stirbt, laden wir nochmal, ja, weil die mit Götter anflehen ist jetzt irgendwie nicht so toll. Nee. So, wer ist dran? Gundolf. Nee, wieso ist Gundolf schon wieder dran? Gundolf ist ein fixes Kerlchen. Wie kann ich jetzt. Ich verstehe gerade wieder nichts. Jetzt stehst ich glaub, du die auf. Die ist tot, die ist jetzt ganz tot. Nee, die stirbt. Aber wie kann ich jetzt. Nee, aber eben konnte ich noch auswählen, als. Ich bin jetzt einfach nur viel draufgegangen, als ich gerade hingeklickt habe. Anstatt dass ich da irgendwie Magie anwenden konnte. Das Feld mit der rechten Maustaste klicken müssen, aber. Ich glaube auch nicht, dass es funktionieren kann, dass du, wenn du auf der drauf stehst, die wieder belebst, weil dann würdet ihr, sobald die wieder steht, das gleiche Feld beanspruchen. Dreh doch vielleicht das Bild mal ein bisschen. Nee, ach, jetzt geht er wieder drauf. Fuck. Nee, jetzt ist Delo dran. Nein, ach, das ist gar nicht so scheiße. Ach, ich lade einfach neu. Ich habe jetzt keinen Bock hier auf diesen Scheiß. Okay. Schon wieder Kampf. Fuck. Ja,
Ja, vielleicht doch Wachen anfallen ja, sollen. Ja, hab ich auch gerade gedacht. Der Zwerg ist dran. Wo ist der überhaupt da? Attacke Patzer, das darf doch nicht wahr sein. Also Dilo ist dran, ja. Ja. Blitz dich, Find. Wie kann nur der Zwerg die ganze Zeit irgendwas machen und der Dilo? Ah, ne, jetzt auch er. Ja, die anderen schlafen ja noch. Naja, stimmt. Also Gundolf und Gerbold zumindest. Schlaf im Stehen. Ja. Auch. Was auch seltsam ist, wenn um die herum gekämpft wird, dass die so gut schlafen können. Es sollte so eigentlich Regenerationsbonus geben. Für besonders tiefen Schlaf. Wohl noch Beherrschung. Nee, den habe ich ja schon mit Blitz und so. Achso, ja, dann nicht. Aber es sollte eigentlich in Zukunft immer so erster Versuch sein, Leute mit Bambalin auf unsere Seite zu bringen. Ja, stimmt. Spart das echt viel Aufwand. Ich glaube, inzwischen hat er eh nicht mehr genug für irgendwas. Ja, für den Blitz ist er noch, aber... Ja, Blitz hat er ja schon auf den. Die scheinen noch nicht zu berücksichtigen, sehe ich gerade, dass du einen Zweihänder eigentlich trägst. Ja. Das ist immer nur eine Einhandwaffe. So, der Mandara kann endlich was tun. Sie kann schießen. Ja, wollten wir nicht mit der zaubern, weil die ohnehin nicht trifft? Stimmt. Und jetzt hat sie gerade getroffen. Nee, das war unser Zwerg, wurde getroffen. Nee, hat nicht gerade die 8 Lebenspunkte bei dem anderen. Ja, hat sie, hab ich nicht gesehen, okay. Immer die grünen Zahlen, die darüber aufsteigen, sind auch den Schadenspunkte, die wir machen, oder nicht? Achso, kann sein, ja. Ja, genau. Siehst du da, da haben wir jetzt wieder 7 Lebenspunkte, also ja. 7 Schadenspunkte gemacht. Ja, die beiden Maya können nicht viel machen, ne? Außer chillen. Ja, ich würde die auch erstmal hier so vom Chillen stehen lassen. Ja, endlich, er trifft mal. Mhm. Ja, es war eine gute Idee, die Waffe zu wechseln. Oh nein, er flieht. Ach, vielleicht kann ich ihn noch mit dem Zauber jetzt wegballern. Ja, noch so ein Fulminictus, ein schöner. Fulminictus! Nein! Kann sie auch nicht. Ich glaube, ich mache mal diese komische Action-Ansicht weg, die nervt irgendwie nur. Mhm. Die kommt doch auch nur bei besonderen Manövern, oder? Ja, ist aber so richtig verstanden habe ich es auch nicht. Ja, ja. Ich finde das inzwischen auch nervig. Man sieht dann vor allen Dingen die besonders ausdruckslosen Gesichter der... Ja, ja, das ist schön umgesetzt. Ja. Hey, Moment, wo sind jetzt hier? Dann geh ich mal auf den hier. Ja, Räuber ist abgehauen. Ja.
Achso, nein, um Gottes Willen. Wobei das wahrscheinlich ein Achievement aktivieren würde. Ja, soll er mal mit draufschlagen irgendwo? Ja, komm. Ja. Achso, nein. Hier. Wer ist jetzt dran, Alter? Links oben können Sie mal sehen, wie gerade dran ist. Ja, ich weiß eigentlich, ja. Jawohl. Wir sollten nachher nochmal nachgucken, wie die Attacke-Parade-Veränderungen beim Zweihänder sind. Ja, stimmt, wir sollten mal unsere ganze Waffe checken. Ja. Der Rauf fliegt auch. Ja, da kann man noch einen Zauber hinterher schicken. Ja. Von der Mandara natürlich. Ja. Entweder das oder nochmal mit dem Bogen hinterher schießen. Das bringt natürlich eh nichts, weil es eh nicht trifft, aber. Ja. Ja, zumindest Zauber nochmal versuchen. Fulminictus! Oh. Jawohl! Ja! Okay, der greift jetzt mit seinem Bogen lieber im Nahkampf an, auch sehr logisch. Was natürlich vielleicht einfach daran liegen kann, dass er keine Pfeile mehr hat. Stimmt, kann das sein. Die könnte jetzt immer von der anderen Seite einfach drauf schießen. Ja. Ach so, Rüstungsschutz absorbiert Schaden. Dann zieh ich die Magie jetzt doch mal weg hier, das bringt ja nichts. Naja, es bringt halt, dass die nicht noch jemand anders angreifen wird. Ah, aber das ist ja safe, der Kampf eigentlich. Ja, stimmt. Bevor die jetzt noch unglücklich attackiert werden und sterben oder ja, sowas. Also recht. Oder selber einen Patzer machen. Ja, stimmt. Die Wahrscheinlichkeit, hier durch eigene Angriffe zu sterben, ist sowieso relativ hoch. Wie kann er in zwei Attacken parieren? Eigentlich gar nicht. Ich dachte nämlich auch, einer der Vorteile mit den Magiern zu kämpfen ist, dass man denen halt ihre Parade nimmt, ja, und danach dann. Ja. Also Magier trifft vielleicht, wird pariert. Zwerg haut mit Hiebwaffe drauf und kann zumindest nicht mehr pariert werden, aber. Ja. Lord.
und hat die eigentlich jemals getroffen jetzt? Doch, jetzt gerade. Ja, ja, hat die jetzt doch schon ein paar Mal getroffen. Okay. Man kriegt das nur nicht so mit, weil das getroffen halt in so einem winzigen, in so einer winzigen Lebenspunktanzeige gemacht wird und das Schuss ging daneben, so ja, ja, stimmt, wo es geschrieben steht. Und der Schuss ging daneben steht auch weg bei ihr, während das andere nur bei dem Gegner steht, ne? Ja, 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 genau. Was bedeutet eigentlich dieses orange? Oh ja, jetzt haben wir's. Diese orangene Kästchen da im Charakterfeld. Das haben alle außer der Mandara. Kampfhaltung ausgeglichen zum Klick zum Ändern. Ja. Keine Ahnung, ja, ob das jetzt am Schlafen liegt oder so. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, lass uns mal gucken, ob wir das ändern auf aggressiv, und vielleicht gibt das Bonus auf Attacke und Mali auf Parade. Ja, aber jetzt soll es. Nee, nicht jetzt, aber so grundsätzlich für die Zukunft. Ja, ich meine, wir haben es ja eigentlich eingestellt, wie die ihre Attacke und Parade machen sollen, oder? Schon, ja, klar, haben wir gemacht. Aber wir können das nochmal überdenken, also nochmal bei allen angucken und. Ich meine, eigentlich, das so richtig auf Attacke setzen lohnt sich halt vor allen Dingen dann, wenn man mal viel Rüstungsschutz hat. Das haben wir aber auch noch nicht. Ja, stimmt. Jawohl. Nein, ich will einfach nicht so der. Nein. Aber jetzt stirb endlich. Wir müssen auch gleich daran denken, neue Pfeile zu kaufen, weil ich mir gut vorstellen kann, dass sie bekannt hat. Ja. Mein Gott, wie hält er denn aus? Er sieht halt auch fies aus. Ja, das ist ein Oberfiesrich. Ja. Oh, da ist schon wieder einer. Ja, kann jemand da ja nochmal nachschießen. Ja. Auch nochmal mit Zauber? Ja, nee. Okay. Jetzt aber endlich ist der Oberfieserich zumindest mal gestorben. Sehr gut. Yes, der war auch noch. Ja, der kann es auch nicht mehr lange machen. Nein. Und fliegen kann er auch nicht mehr. Nein, warum? Vielleicht hat er keinen, vielleicht hat die keine Pfeile mehr. Ach so, ja. Vielleicht ein Blitzstich, der ist günstig. Ja, ja. Blitz dich find! Dann soll der auch noch mit drauf kloppen jetzt. Nach alten Regeln sollte der Typ auch nicht angreifen können. Warum? Wenn er vom Blitz dich find getroffen wurde. Stimmt, ja. Kannst ja nur noch parieren, das ist auch nur das mit deinem Parade-Basiswert, glaube ich. Mhm. Dann ist ja echt ziemlich hart, der Blitz, ich finde, oder? Ja. Ja, du musst natürlich Magieresistenz durch.
die ja auch bei DSA 3 höher war, als sie das aktuell eigentlich in der Regel ist. Ja. Meine Güte, jetzt stehen sie wieder zu viert um ihn rum und treffen nicht. Ja, ich meine, stell dir das mal im Kampf vor, du bist halt völlig geblendet. Ja, ja, klar. Natürlich kannst du nicht mehr groß kämpfen. Aber die können leider auch nicht kämpfen, unser Land. Yes. Ein Dukat. Ein Dukat, Hosen und ja, sehr gut. Ja. Alles verkaufen. Man sieht gar nicht, wie viele Abenteuerpunkte man bekommt, ne? Das habe ich auch, mich auch gerade gefragt. Kann man ins Charakterinventar gehen? Mhm. Status vielleicht? Das Status, das Ding? Ja, wir haben jetzt 17 von 100. Das ist ein bisschen wenig. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen wenig für das, was wir bisher geleistet haben. 17. Die haben alle 17, sie hat 18 und ich habe 20. Ja, das finde ich alles sehr wenig. Ja. Ja, mühsam ernährt sich der Abenteurer. Ja, ich würde sagen, wir verkaufen jetzt noch so viel wie möglich. Und ich speichere jetzt erst mal kurz. Ja. Ich würde sagen, wir verkaufen jetzt noch so viel wie möglich und dann, ja. Dann nochmal schlafen und nochmal mit Wachen, genau. Würde ich sagen. Wachen, ja. Und dann gehen wir wieder ins Dungeon. Ja. Ja. Ach ja, Ach ja, okay, dann erstmal wieder schlafen. 5 Stunden, ja. Ja, der Schmied macht sich auch sicher schon Sorgen. Wir waren schon lange nicht mehr da, um Kram zu verkaufen. Ja. Soll der Delo mal seinen Stab sauber. Ne, zu wenig. Wenn der genug Astralenergie hat. Ja, reicht zu wenig dafür, ne? Ja, ansonsten aber auch gern den Gundolf mal gucken, ob der vielleicht noch einen Stab dabei hat, mehr Astralpunkte. Dann kann er nämlich schon das Seil machen. Ganz unten. Reicht auch nicht. Okay, reicht auch nicht. Nach dem Schlafen können sie aber auch beide machen. Ja, ist ja gut eingestellt so. Ah nein, jetzt hab ich's. Ja, dann machst du den. Mit 23 Stunden wachst du auch wieder in der Zeit auf, wo der... Ja, ja, stimmt. Was soll ich sagen? Es ist schnell in den Hesindetempel. Langsam und mit ängstlichem Gesicht zieht sich der Händler zu. Okay. Ja, ich guck grad nochmal, wahrscheinlich hat er immer noch zu, ja. Jo, also dann schlafe ich nochmal eben. 5 Stunden. Oder kannst du irgendwo sehen, wie viel Uhr wir genau haben? Ach, warte mal kurz. Wie komme ich ja wieder raus? Was? Escape einfach oder? Nee, mit Escape komme ich immer auf diesen blöden Scheiß. Okay. Lage abbrechen, so. Aber wo könnte das sein? Ah ja, hier sind eine Stunde. Also, wenn wir 3 Stunden schlafen, ist er locker wach. Ja. Also ist er locker da. 2 Stunden würden auch schon reichen, aber. Jetzt mal ohne Wache. Ja, aber jetzt können wir, Moment, jetzt können wir unseren Staubzauber vielleicht machen. Wir haben ja geruht. Fehlgeschlagen. Ich bin jetzt komplett leer. Okay, Delo. Auch fehlgeschlagen, scheiße. Komplett leer, ja, gut. Dann halt nicht. Okay, so. Sonst sind wir ja wieder komplett voll jetzt. Ja, nur dass die beiden keine Lebensenergie haben. Keine Lastenergie. Extra-Energie, klar. Ja. Die beiden Hosen. Und die beiden Messer da. Dolche waren das, ne? Ja. Ja, und das war's dann auch. Ja. Ja, das war auch der Zwerg vorne. Ja. Eben bei deinem, beim Jantur nach wegen des ATPA-Veränderungen, wegen der ATPA-Veränderungen. Minus 1 parat. Das ist okay, das ist ja. Völlig okay. Ja. Und was wollten wir? Ja, wir wollten noch mal gucken, wie wir das generell eingeteilt haben, ne? Wie kann man das? Ach, das kann man nur beim Stufenaufstieg mal machen, ne? Genau, genau. Ja, stimmt.
Ach, dann ist Kampfhandlungsländer vielleicht doch irgendwie sinnvoll. Bisschen schwerter, aber schon deutlich besser. Ja, ja. Soll ich mir ein Schwert geben? Also macht viel weniger Schaden. Also. Ja. Ja, Dungeon. Ja. Also wenn man irgendwie einen Tassendruck für die Karte hätte, wäre schon mal ganz praktisch. Mhm. Nee, warte mal, jetzt bin ich glaube ich gerade falsch gegangen. Hä, warte mal. Hier war das, okay, alles klar. Hast du dieses Video gesehen von dem Mittelalter-RPG, was ich gepostet habe? Nee, habe ich nicht. Das ist ein Spiel, was noch in der Entwicklung ist, erst 2015 erscheinen soll. Aber es sieht sehr, sehr cool aus. Okay, muss ich mir dann nachher mal angucken. Es ist halt so nicht mehr Low Fantasy, sondern wirklich real Mittelalter, Böhmen. Und du bist ja so ein Schmiedes in einem historischen Szenario. Klingt interessant. Ja. Ich habe ja im Moment noch große Hoffnungen für Dragon Age 3. Ja, okay. Ob das nachdem 1 genial war und 2 furchtbar, hoffe ich, dass 3 zumindest gut wird. Hier sich gerade ein fetter Hase über dem Feuer. Ein fetter Hase? Kann ich ihn essen? Der ist doch noch gar nicht abgezogen. Ja, stimmt, ist ein bisschen doof. Weiter? Ja, noch nicht. Vielleicht haben wir auf der Ebene hier noch was. Also wer einen Hasen im Pilz übers Feuer hängt, ich weiß ja nicht. Ja, hier ist noch eine Truhe. Sehr gut. Aber ja, wir haben unsere Magier haben leider keinen... Der Delo könnte noch. Vielleicht hat der Delo noch genug Punkte. Yes, Delo, du bist der Beste. Und da gibt es sogar richtig Zaubertränke. Zaubertränke auf jeden Fall. Sehr cool. Die sind natürlich ordentlich zu verkaufen. Oder wir können mal gucken, dass wir jetzt tatsächlich ein bisschen zaubern können. Na komm, die verkaufen wir lieber. Oder? Das gibt richtig Kohle. Ja, Geizspieler. Ja, aber ich stimme zu. Davon haben wir mehr, wenn wir davon vernünftig. Ja. Die Ausrüstung kaufen. Ja. Okay. So, jetzt noch irgendwas hier, was wir noch nicht erkundet haben. Ah ja, wir waren hier noch gar nicht. Genau. Raum. Okay. Nein. Hier dreht sich. Ja, ja, ich weiß. Das ist ein fetter Harz. Was ist das jetzt hier? Das ist einfach Geröll. Oder kommt man nicht weiter? Manchmal kann man das Geröll auch durchsuchen. Okay, hier waren wir doch schon drin, aber haben noch nicht alles erkundet. Ja. Da steht schon direkt mal, hier gibt es nichts mehr zu holen. Na gut. Dann können wir jetzt doch eine Ebene tiefer. Ja.
Und wieder ein Kampf. Sehr gut. So, Mandara ist dran. Und... Ach ja, die hat... Ah, wir haben vergessen, Pfeile zu kaufen. Ja. Ja gut, dann guck mal, ob die jetzt einen Bambaladin hinkriegt. Ja. Bambaladin. Nein, natürlich nicht. Du kannst aber deren Waffe wechseln, die sollte ja eigentlich noch einen Dolch haben. Stimmt. Wow, ist ein dicker. Hat Gundolf noch irgendwie irgendwas? So ganz wenig, ja. Ne? Ja, stimmt. Der, wo hat er denn den Punkt, die paar Punkte her? Blitz dich, Find. Jawohl, das hat schon mal funktioniert. So, Gerbold, ja. Ja, schon dahin, ja. Dedo geht weg. Ach nee, das war Quatsch. Ist ja mal bei am Rücken, ja. Pirat. Ja, da kannst du noch hin und das war's. So, ich versuche jetzt noch mal, auf den Piraten den Banbaladin, ne? Ja. Banbaladin. Und? Nice. Okay, was heißt das jetzt? Er ist immer noch feindlich auf jeden Fall. Ja, also stand nicht dabei, dass es aber nicht geklappt hat. Ja. Dann greif ja, mal gucken, ich greife jetzt nicht an. Guck mal, ob der jetzt weiterkämpft oder nicht. Ja. Der kämpft weiter, okay. Genau, das ist... gegen die Piraten. Also gegen die Ah, Piraten. Ja, nice, cool. Hat funktioniert, sehr gut. Sehr gut, cool. Der ist ja richtig gut an. Ja, sollten wir öfter verwenden. Ja. Und auch bei der steigern. Ja, der ist Wenn gut. Wir irgendwann mal in Australien einen Abenteuerpunkt gewonnen haben oder so. Was passiert eigentlich, wenn man auf das Schild da oben drüber klickt? Also nicht... Weil, guck gleich mal. Ich versuche hier nochmal den Bambaladin. Ja, der ist unter Beherrschung, genau. Ja, Mist. Weil wenn du an einem Gegner dran stehst und das das Schild heißt bessere Parade oder so, dann kannst du die Runde vielleicht damit beenden, die Parade zu verbessern. Das war. Ich bin nur so ein Gedanke. Bis Rundenende, ja gut, okay, das ist es nicht, dann ist es egal. Noch haben wir immer noch keinen Schaden bei dem gemacht, also ich versuch's jetzt weiter hier mit dem Bambaladin. Ja. Ah, jetzt haben wir Schaden gemacht, okay. Ja. Und dann wechsle ich jetzt mal die Waffe. Wie war das jetzt nochmal? Ja, genau, da unten. Im Inventar muss ich ja nachgucken. Ja. Genau, da kannst du jetzt das Dolch-Ding nehmen. Die hat ganz gute Aktionspunkte. Ja, aber er kommt nicht durch die Rüstung durch. Hm. Okay, die Wirkungsdauer ist vorbei, der Pirat. Ja, scheiße. Der stellt sich jetzt mal einen Weg dem hier.
Jo, ich finde, nach dem Kampf können wir auch einen Cut machen. Ja. Mandara sollte mal abhauen, die hat nicht mehr so viel Leben. Ja. Attacke Fahrzeug. Hat sich jetzt verletzt. Paradepatzer, auch nicht schlecht. Sehr schön. Ja, bin ich ja Gundorf, okay. Ja. Jetzt wirklich keine Bewegungspunkte. Ja. Warum stirbt der Scheißräuber hier? Ich glaube, weil er ein Scheißräuber ist. Yes. Ordentlich. Ja. Du entkommst mir nicht. Wahrscheinlich zu wenig Punkte. Ja. Kann ich den Fluchtweg versperren? Ja, das versuche ich gerade. Hat aber immerhin getroffen. Nein! Ah, ich wollte. Ah, Tagepatzer, okay. Da ist uns dann noch ein anderer Räuber, den wir angreifen können. Ja, ich weiß, aber ich will nicht, dass der flüchtet. Ja, das wird aber nicht reichen, du musst den verzaubern. Wir müssen unser AP ja irgendwie verdienen. Nein, er ist geflohen. Und es gibt schon viel zu wenig davon. Ja. Und bedenke auch, also ich meine, ich hoffe, spätere Gegner geben dann mehr Abenteuerpunkte, weil es wird ja, werden ja auch immer mehr erforderlich, um auf die nächste Stufe zu kommen. Ja. Eigentlich ist es ja so, dass man am Anfang noch erstmal relativ schnell aufsteigen sollte. Aber nicht ja. In diesen alten
Hardcore spielen. Ja. Da wird jeder Stufenanstieg mit echtem Blut und echtem Schweiß verdient. Endlich. Ja, sind eigentlich ganz glücklich davon gekommen insgesamt. Ja. Jetzt dann nochmal auf die Abend. Oh, nice. Silberschmuck. Silberschmuck, aber auch wieder zwei gute Äxte. Skaya. Ja, ja, also zum Verkaufen ganz gut. Ja. Also mit den Tränken werden wir schon was zusammenkriegen. So, ich speichere mal und dann machen wir einen Cut, ne? Genau. Guck nochmal eben kurz ins Inventar und zwar dahingehend, ich möchte gucken, wie viele Abenteuerpunkte die Leute jetzt inzwischen. Ja, das würde mich auch mal interessieren. Im Vergleich zu haben. 20, 19, 22, ja gut, also ein paar. Also Leute haben im Schnitt 2 Abenteuerpunkte so dazu bekommen. Ja, das ist wirklich sehr dürftig. Ja, das heißt, um auf 100 zu kommen, brauchen wir. Ja, wir haben 2 Kämpfe gemacht. Wir hatten den Übernachtungskampf und jetzt den hier unten. Also wir brauchen noch 80 solcher Kämpfe. Oh, das ist krass. Wenn wir nicht Abenteuerpunkte für das Erledigen von Aufträgen und so weiter kriegen. Ja, ja. Und andere Gegner mehr Punkte geben und so weiter, aber... Ja. Ja. Jo. Okay, jo. Dann geh ich mal raus. Und stopp mal die Aufnahme. Hier. Ist auch schon über eine Stunde jetzt gewesen. Mhm.